dann ganz offiziell herzlich willkommen heute am 24. Juli 2022 zu einem Tupan-Special. Wir sind Cashflow Affiliate Training. Mein lieber Freund Carsten, in meinem Video ist es zu meiner Linken hier. Seit 2015 zaubern wir in der Blockchain- und Cashflow-Welt umher, haben uns da einige Herzensprojekte rausgesucht und heute ist der Schwerpunkt auf Tupan, ein Projekt von Scenic und Saphir. Und für euch, liebe Gäste, egal ob ihr live auf Sendung seid oder aber die Aufzeichnung später anschaut, gut zuhören und danach an euren Gastgeber wieder wenden. Der Zeitpunkt ist mal richtig, richtig sexy. Also, Schwerpunkt heute innerhalb unseres Portfolios ist Tupan, da geht der grüne Pfeil drauf. Und das ist ein Angebot von Saphir und Scenic. Und damit geht es jetzt auch direkt los. Herzlich willkommen im Hause von Saphir. Ein Unternehmen, was so ziemlich alle Rekorde gebrochen hat. Und das Schöne hier ist, dass permanent neue Projekte auf die Blockchain gelegt werden, unterstützt mit einem Affiliate-System, das bereits heute ja, einige Leute finanziell frei gemacht hat, einige Millionen, man muss es so sagen, Carsten, verdient haben. Ich weiß immer, ich soll nicht so große Zahlen sagen, aber es ist leider, nicht leider, es ist Gott sei Dank Fakt. Und bevor wir loslegen, das ist immer obligatorisch, diese Haftungsbeschränkung, dieser Disclaimer, auch wenn das Unternehmen Saphir-Scenic ausnahmslos Hardware vermarktet, keine Coins, keine Return-on-Investment-Modelle, muss man darauf hinweisen, bitte macht eure eigene Due Diligence, googelt und checkt mit eurem Gastgeber und macht immer nur das, was wirklich analog zu eurem Budget passt, auch wenn es noch so sexy aussieht. Aber es geht nicht darum, jetzt die Oma zu fragen, ob sie das Erbe schon mal früher raushaut oder vielleicht gar einen Kredit aufzunehmen. Das ist vielleicht der wichtigste Hinweis. Wir sind in einer ganz speziellen geopolitischen Situation. Ich glaube, das ist allen bekannt. Auch wenn der Carsten gerade im wunderschönen Mallorca unterwegs ist und da vielleicht nicht ganz so viel mitbekommt und hier in Dubai wir auch recht blessed sind bei der Situation. Aber ich glaube, wenn man speziell in den europäischen Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz schaut, Preis-, Inflationsgeschichten, das ist nicht mehr lustig. Steuern, Renten, dann haben wir Krieg und Pandemie und was denen noch allen einfällt. Und das Thema Umwelt und Klima, das ist einfach mal Fakt. Und man muss sich heute in irgendeiner Form überlegen, was man tun sollte zur Absicherung des Lebensabends, respektive für die eigene Familie. Und das ist nun einmal eine Eigenverantwortung. Ich glaube, die Geschichte Norbert Blüm war es, die Renten sind sicher. Irgendwann war das 80er oder 90er Jahre. Das ist, Nicht glaube ich, vorbei. wirklich, nicht wirklich. Und dann ist nun mal die Zukunft Blockchain und Digitalisierung und Tokenisierung. Und dann sollte man sich halt mit dem richtigen Partner auseinandersetzen. Und dann kann man eine ganze, ganze Menge tun. Und das wollen wir heute machen. Die Digitalisierung der Welt ist die große, große Überschrift. Und unser Partnerkonzern Scenic hat sich auf die Fahne geschrieben, hier eine echte Vorreiterrolle zu übernehmen mit absolut exklusiver Blockchain-Technologie, mit dem Schwerpunkt, Unternehmen Tokenisierung anzubieten in nie dagewesener Art und Weise. Aber da ist so viel mehr hinter. Und einen Schwerpunkt schauen wir uns heute raus. Ich gebe es gleich ab an dich, Carsten, noch ganz kurz hierzu. Scenic sitzt hier in Dubai. Und hat gerade ein zweites sehr großes Büro übrigens eröffnet, also Expansion pur. Und in vieler oder durch vielerlei Kooperationen sind wir in der Lage, noch in diesem Jahr eine virtuelle IBAN anzubieten für den Endkunden. Das heißt, auch meine Fiat-Transaktionen handeln zu können, eine eigene Debitcard und vieles weitere mehr. Unser Haus- und Hofprodukt, das seht ihr hier in der Mitte. Leider seht ihr meine Maus nicht, die hier sich bewegt. Das ist leider in diesem Konferenzraum so. Dieser Hub, dieses iPad mit dem Dreieck dahinter, was gerade hunderterweise pro Tag rausgeht an alle unsere Kunden. Das ist quasi euer Terminal für zu Hause. Und das ist in der Lage, verschiedene Projekte zu hosten, um ja für euch quasi, ich sag's mal ganz plump, Geld zu produzieren. Aber Carsten, das Besondere an dem Unternehmen ist, glaube ich, wie es aufgestellt ist. Insgesamt, ich gebe jetzt mal rüber zu dir nach Spanien, weil du so lange hier in der Wüste gelebt hast und alleine schon diese Kooperation mit seiner Hoheit Sheikh Zayed bin Maktoum oder Hascha bin Maktoum. Vielleicht gehst du mal kurz darauf ein. Der Ton ist echt schlecht, sagt mir TomTom. Ist das Nein, nur also ich höre bei dich dir? einwandfrei. Also von Okay. meiner Seite alles gut hier in Spanien, auf Nutzt Spanien. mal den, genau, nutzt mal den Chat und sagt mal, ob das vielleicht nur bei TomTom ist. Ton ist perfekt, danke René. Also dann sofort weiter, Carsten. Alles, also ganz kurz zu meiner Person, Carsten, mein Name, 54 Jahre jung, zwei wunderbare Töchter, aufgewachsen in Abu Dhabi, da wo ich jetzt mittlerweile mit Unterbrechungen 26 Jahre meiner beruflichen Karriere verbracht habe, was meine besondere Affination zu den Emiraten natürlich unterstreicht. Und als ich angerufen worden bin vom Tom vor nicht allzu langer Zeit,
da sagt er was, hey, da ist irgendwie was mit Maktoums und so, und wir kennen das ja. Ja, ich kenne einen in Dubai und der ist bestimmt ganz wichtig. Und in dem Fall war das wirklich wichtig, weil es war nicht irgendeiner, es war der, die Familie Maktoum, die hier nun mal was zu sagen hat in den Emiraten. Und der Neffe des Rulers, also der Ruler selber, Mohammed bin Rashid, mein Gott, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, wird niemals selbst irgendwo involviert sein. Das lässt sein Status als Vizepräsident gar nicht zu. Aber im Rahmen seiner Familie gibt es schon das ein oder andere Private Family Office. Und Said Hashid, oder Scheich Said bin Hashid al-Maktoum. Er ist eben der Verbindungsmann, sitzt bei uns im Advisory Board, ist Teil des Teams und damit die Brücke zum Government, die Brücke zu den Regierungsstellen, zu dem Dubai Financial Authority und alles, was relevant ist. Ich habe selber in der Vergangenheit mit meinen industriellen Partnern verschiedene Joint Ventures gemacht in den Emiraten und weiß daher auch ziemlich gut, wie sowas abläuft, wie die drauf sind, wie die ticken, welche Fragen die stellen. Wie sieht eine Due Diligence mit emiratischer Perspektive aus? Und die geben sich da echt sehr viel Mühe, um dort das Bestmögliche auf die Beine zu stellen. Die haben nun mal den Anspruch, wie in allem, was sie tun, das Beste, das Schönste, das Coolste, das Perfekteste. Das sehen wir auch im operativen Geschäft. Die machen keine Kompromisse, auch wenn es länger dauert, auch wenn es mehr kostet. Es muss immer das Bestmögliche sein, was man kriegen kann. Das ist der Mindestanspruch. 25 Personen in Dubai, das war, glaube ich mal, weil, wie Tom gerade gesagt hat, die Expansion 500 Quadratmeter zusätzliche Fläche für Zenik in dem rechten Turm von den zwei Türmen, das passen sehr viel mehr Leute rein. Auch die Entwickler weltweit. Wir haben in Mexiko bei der SinCon viele von denen persönlich kennenlernen dürfen. Auch das Team wächst enorm. Das war also nicht nur Entwickler, die sich zeigen durften für die Apps und für die Anwendungen. Es war auch so ein bisschen versteckte Bewerbungsgespräche, um das Team zu erweitern. Also auch da wächst alles in rasanter Geschwindigkeit. Das Wachstum ist enorm. Der Zeitpunkt ist super wichtig, jetzt die Grundlagen zu schaffen für die Tokenisierung der Welt. Und eine dezentrale Exchange und alles, was wir tun, ist dezentral auf die Beine zu stellen. Das ist ganz, ganz relevant, weil wir haben in den letzten Tagen, Wochen viel gelesen in den Medien von zentral organisierten Unternehmungen, echt Exchanges oder Finanzdienstleister, die sich überhoben haben, wo zentrale Institutionen sich auch einmischen können, die auch mal sagen können, wie in Amerika bei Kraken, du bist Kanada, LKW-Fahrer, wir schalten dich mal ab zum Beispiel. Das ist uncool, wenn zentrale Instanzen sich da einmischen. Das ist auch keine vertrauensfördernde Maßnahme. Daher wird hier alles dezentral organisiert. Das bedeutet, dass die Dinge bei uns stattfinden, auf unseren Handys, auf unseren Hubs, die immer mehr ausgeliefert werden, auf unserer Technik. Und niemand in der Zentrale kann sich einmischen. Das ist super spannend und super wichtig. Die Daten können nicht verfälscht und verändert werden. Also das macht einen ganz, ganz großen Punkt aus, die Vision der Emirate, das Ganze auf dezentrale Beine zu stellen. Sehr, sehr schnell, 50.000 Transaktionen pro Sekunde mit super kleinen Gebühren kommen noch oben drauf und runden das Ganze ab. Und das macht die Zenik-Blockchain zu einer ganz besonderen. Kleine Anekdote. Dieser Satz, ne, werde wieder Herr deiner eigenen Finanzen. Das ist ja nicht normal, weder in der Fiat-Welt noch in der Kryptowelt. Stichwort Binance, Stichwort Sparkasse. Also ich liebe alleine diese Überschrift. Du weißt, wir sind sowieso darauf und dran, unseren Partnern zu helfen, ganz übergreifend zu entsprechender finanzieller Freiheit. Und da gehört dieses autarke Sein absolut hinzu. Und deshalb passt sie nicht wunderbar. Absolut, absolut. Die Verantwortung geht wieder zurück zu uns, zu den Nutzern, zu den Kunden. Wir haben die Wallets, wir haben die Konten, wir haben die Hardware, die Software, die Zugangsrechte. Wir haben aber auch die Recht und die Pflicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen mit dem, was wir tun. Wir können nicht mal sagen, Banker, mach mal. Ich glaube, der hat das nicht immer so in unserem Sinne gemacht, aber lassen wir das. Das ganze System nochmal zusammengefasst. Wir haben also den Zenik Hub, der jetzt regelmäßig ausgeliefert wird. Ihr seht auch auf Social Media, immer mehr Videos kommen jetzt drauf, wo Leute sich freuen und das zeigen, wie das gemacht wird. Ihr werdet in der nächsten Zeit noch ganz viele davon sehen. Wir haben die Zenik Swap sehr, 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 sehr bald. Das ist das englische Wort für tauschen. Also eine Tauschplattform innerhalb unserer Zenik App, wenn das große Update eingespielt wird, wird sehr bald stattfinden. Die Debitkarte wird dieses Jahr noch ausgeliefert werden, so meine Information. Die Zenik App an sich ist natürlich schon da. Wir können darauf schon Kryptos aufbewahren. Wir haben das Staking von Avinok bereits da drin. Es werden weitere Staking in der Zukunft dazukommen. Weil wir gerade Staking ansprechen. Wir werden uns konzentrieren auf Tupan, werdet ihr gleich sehen.
Staking und Avinok ist ein weiteres Projekt eines Unternehmens, das 2019 gegründet wurde, in der Aviation-Industrie absolut führend ist in dem Thema Digitalisierung, die auch auf unsere Blockchain gerade aufgehen. Auch das ist ein Produkt später auch für den Karriereplan, genauso wie das Thema des Scenic Hubs und des Scenic Token. Aber wir wollen uns heute auf das Aktuellste konzentrieren, nur so als kurzer Exkurs. Das wird immer größer, das Portfolio wird immer größer und das macht es so spannend. Ja, absolut. Es wird ja noch mehr dazu kommen. Ich bin absolut sicher, dass wir im Oktober die nächsten Projekte sehen werden auf der Investorenkonferenz, im Dezember die Saphir-Konferenz. Wir wissen, dass noch weitere Token zum Minting kommen. Wir wissen, dass noch weitere Token zum Staking kommen werden. Und alles soll noch dieses Jahr starten. Also das Universum macht ein schönes, großes Buffet für uns bereit. Und dann müssen wir jetzt, wie jetzt heute zum ersten Mal, Spezialwebinare daraus machen, um dann für einzelne Themen auch wirklich die Plattform zu geben, die es ihm gebührt, wie Tupan heute. Wir haben eine eigene Smart Chain und eine eigene Blockchain. Das haben wir schon thematisiert. Da sind wir gar nicht so viele auf dieser Welt. Als wir in Mexiko das gesehen haben und gelernt haben, als dort diese Smart Chain, also die zweite Ebene oberhalb der Blockchain gestartet worden ist. Zu dem Zeitpunkt gab es nur 10, von denen ich wusste. Vielleicht gibt es auch ein paar, die nicht so prominent sind. Das hat nicht jeder. Das ist schon was Besonderes. Das macht das Ganze auch extrem schnell und kompatibel mit anderen Systemen. Wir haben das große Thema NFTs. Irgendwie redet jeder von NFTs. Wir werden auch darüber reden, in besonderer Art und Weise. Wir tokenisieren jetzt den Regenwald in Südamerika und da wird jeder Baum, jeder Kubikmeter wird mit einem NFT repräsentiert. Sehr, sehr spannend. Und diese Tokenisierung eines richtigen, zertifizierten Investmentfonds von der SEC, also SEC in den USA, ich rede schon Spanisch hier, zugelassen. Das ist der erste seiner Art. Es gibt noch keinen zweiten, der so eine Zulassung hat. Super, super spannend. Also gehen wir mal so ein bisschen da konkret rein. Wir haben hier was ganz Spannendes. Blockchain Tech Community Mining. Also es können jetzt Leute sich zusammentun. Minting. Können sich zusammentun und können daran teilhaben, das ganze System hier zu starten. Also nicht ein Einzelner für sich macht hier das Minting, sondern es braucht immer zwei, witzigerweise. Der Algorithmus ist eben so programmiert und ganz viele einmalige Dinge wurden umgesetzt, wie man sie so noch nie gemacht hat. Ganz, ganz spannend. Ja, Tupan Mining, Minting. Magst du übernehmen? Ja, sehr, sehr, sehr gern. Das Projekt, das hat mich vom ersten Moment so angesprochen. Ich war der größte Fan von Avinok, weil es so sinnvoll ist. Weißt du, Corona, alles geht auf Private Jets und inzwischen ist es so groß, diese Möglichkeit, ein Uber-ähnliches System zu haben für die Flugindustrie. Inzwischen ist mein neues Lieblingsprojekt Tupan, weil ich wirklich diese Idee liebe, zu sagen, hey, ich kann was für die Erde tun, aber ich muss da jetzt nicht irgendwie im Stammbaum von Mutter Teresa geboren sein, sondern auch das kann monetarisiert werden auf eine nie dagewesene Art und Weise. Und das ist heute unser Spezialthema, liebe Gäste. Die Zukunft der Menschheit liegt in unseren Händen, weil ein Riesenpunkt ist, und da brauchen wir gar nicht polemisch werden mit den Themen, die wir derzeit jeden Tag in Nachrichten schauen, so man sie denn anschaut. Fakt ist einfach mal, der Regenwald, der Amazonas wird für die ganze Welt gebraucht, die grüne Lunge, damit da alles das, was umweltverschmutzend parallel passiert, wieder ausgeglichen werden kann. Ich will es mal ganz vorsichtig sagen. Dieses Projekt hat sich auf die Fahne geschrieben, 369.000 Hektar Stand heute an Regenwald auf der einen Seite zu erhalten und aufzuforsten. Und das zum ersten Mal digitalisiert mit diesem Tupan Minting, das ist schon sehr, sehr spektakulär. Jetzt soll das monetarisiert werden. Ihr seid heute auf Sendung, weil ihr vielleicht einen spektakulären Karriereplan, wenn es um das Thema Kunde wird Kunde geht, kennenzulernen. Aber natürlich auch von der Service-Dienstleistung als solches, wenn ich sage, ich lasse mir jetzt Tupan Token minten, das gucken wir uns gleich genau an, zu einem Zeitpunkt, der nie mehr wiederkommt. Wie kann das Ganze denn dann auch tatsächlich jetzt neben dem sozialpolitischen oder schon Charity-mäßigen Touch auch für euch und eure Familien sich schön darstellen? Und hier ist die Begründung. Es gibt diesen Tupan Investmentfonds, wie Carsten gesagt hat, reguliert von der SEC, der spezialisiert ist auf alles rund um Bioökonomie. Das ist alles also nachlesbar und absolut safe. Und dieser Typ, wir konnten ihn kennenlernen, weil er auch, ich mache mal unsere Fotos kurz nach links, unsere Videos hier. Dieser Kollege war auch in der Jury unseres ersten Hackathons von Scenic. Das ist nichts anderes als ein Genie. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Ihr könnt das ja sehen und wenn ihr die Aufzeichnung anschaut, mal kurz auf Stopp drücken, dann könnt ihr hier die ganze Vita von ihm lesen. Der Mann hat sich nicht nur auf die Fahne geschrieben, wirklich was zu tun in Sachen Digitalisierung, sondern eben auch in Sachen Umwelt und hat sich halt mit Scenic zusammengetan und ist heute das einzige oder der einzige Anbieter, der
alle Vorgaben der Vereinten Nationen erfüllt. Alle, komplett alle. Das ist noch nie da gewesen. So, dieser Investmentfonds, und ich schalte mal wieder rüber nach rechts hier, hat sich auf die Fahne geschrieben, auf der einen Seite Land zu kaufen und dann auch aufzuforsten, wenn es zerstört war. Das ist erstmal das Riesenthema. Und diese 3,69 Milliarden Hektar, diese 3,69 noch, bitte? 3,69 Milliarden Kubikmeter. Ach so, Kubikmeter. Ach ja, das ist ja dann so, ist ja der Würfel quasi. Der Baum ist ja auch hoch quasi, ist ja nicht nur eine Quadratmeterzahl. Diese 3,69 spielt eine ganz essentielle Rolle, werdet ihr gleich sehen, wenn es um den Ausgabepreis des Tupan-Tokens geht, den ihr euch heute mit 100 plus pro Tag ins Portfolio legen könnt. Und die erste große Ansatz oder der erste große Ansatzpunkt sind diese CO2-Zertifikate. Also ich habe da vor einem Jahr nicht viel von gehört. Inzwischen ist das permanent in den Nachrichten, weil eben die großen umweltverschmutzenden Länder und Unternehmen sich genau diese kaufen müssen, um quasi wieder gut zu machen, was sie in den Himmel pusten, um das mal ganz locker flockig runterzubrechen. Und das ist ein Markt, der unfassbar steigend ist. Parallel dazu wird aber nicht nur der Regenwald genutzt, um CO2 zu eliminieren und Sauerstoff zu produzieren, sondern es ist in dem Amazonas, und ich bin ein Riesenfan von Sudokus, so viel noch nicht entdeckt worden, was für medizinische Herausforderungen die allgemeine Affenpocke oder ähnliches mehr zu finden ist. Bis hin zu Kosmetik oder Landwirtschaft ganz allgemein. Das heißt, hier sind 67 angemeldete Patente dahinter, die uns jetzt die nächsten Jahre begleiten werden und dieses Modell, was Sie heute zur Stunde Null kennenlernen, immer attraktiver werden lässt. Zertifikate, CO2, Carsten, willst du mal kurz übernehmen hier? Was ist ja, vielleicht mal ein praktisches Beispiel aus der realen Welt. Ich komme ja gebürtig aus Oberhausen und da steht eine große Müllverbrennungsanlage und früher kam da auch komischer gelber Dreck oben aus dem Schornstein raus. Die mussten natürlich sehr viele Zertifikate kaufen, um das zu kompensieren. Die Zertifikate waren so teuer, dass sie sich überlegt haben, wir machen eine super coole Filteranlage da oben rein. Seit vielen Jahren kommt da oben nur noch Wasserdampf raus, müssen keine Zertifikate mehr kaufen, sondern die Zertifikate haben dazu geführt, dass man die schlaue Investition die Kosten reduzieren konnte und die Umwelt ist sauberer. Das ist so das Grundprinzip dieser ganzen Geschichte mit Zertifikaten, dass jeder Flugzeugbetreiber Zertifikate kaufen muss, entsprechend seiner Abgasbelastung. Je sauberer die Flugzeuge, je günstiger die Zertifikate und so ist es auf der ganzen Welt, dass man dort da, wo Dreck gemacht wird, dafür zur Kasse gebeten wird, aber auch motiviert wird, anstatt der Zertifikate halt bessere Investitionen zu tätigen in saubere Technik beispielsweise, genau. So wie jetzt plötzlich alle Wasserstoffzüge fahren werden in Zukunft, wie ich gelesen habe, oder Autos und andere Dinge. Also das hat eine große Wirkung in der Art und Weise, wie Dinge investiert werden und daran haben wir einen Cashflow. China ist ganz vorne, USA, aber Deutschland ist auch schon auf Platz 6 derjenigen, die auf der einen Seite Dreck produzieren und durch Käufe und durch Investitionen dazu ihren Beitrag leisten, das zu reduzieren. China hat eine Menge zu tun, ist ein großes Land, ist weit weg, das ist so, keine Frage. Und es macht richtig Sinn. Diese CO2-Zertifikate bringen diesem Fonds Cashflow rein, weil der Wald ist da. Ist ja, Carsten, das ist nicht, jetzt, wir haben ja auf Sendung hier oder in der Aufzeichnung Menschen, die in irgendeiner Form schon in Krypto möglicherweise was gemacht haben. Sei es, sie haben sich der großen 4, 5, 6 bedient, sitzen einfach die derzeitige relativ schwache Lage aus, wissen, wo es hingeht. Und dann gibt es aber viele, die solche exotischen Hype-Token haben, wo man mal drauf gehofft hat und man hat sich schon reich gerechnet. Was mich hier begeistert ist, ich bin unabhängig vom Kryptomarkt, weil diese wachsende Preissituation für CO2-Zertifikate mit diesem Modell, wo ich es gleich wieder an dich zurückgebe, das im Endeffekt genau euch die Lösung gibt, warum ich hier auf der einen Seite was richtig Sinnvolles für mich und Generationen, die noch kommen tun, aber eben auch in der Monetarisierung in der Lage bin, mich zu platzieren, um in den nächsten Jahren möglicherweise wirklich finanziell frei zu sein, weil dieser Token unfassbar an Wert gewinnen wird durch genau diesen Mechanismus, den wir hier sehen. Ich übernehme mal nur oben links, weil mich das so anfixt, die Geschichte. Weil was ihr gleich bekommen könnt, liebe Gäste, sei es, ihr seid schon bei Scenic, besitzt schon den Scenic Hub und könnt euch das Thema Tupan obendrauf gönnen. Oder ihr seid ganz frisch und nehmt nur das Thema Tupan-Minting. Kommen wir gleich zu. Fakt ist, was Carsten eben schon angedeutet hat, dieses Community-Minting, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Das heißt, hier wird quasi der gemeine Baum gepflanzt in der Form, dass sich zwei
Hubs treffen, die haben sich ganz lieb, das Weibchen und das Männchen, also zwei Minting-Maschinen, zwei Prozessoren. Das sorgt dann tatsächlich für das Pflanzen, über das Wässern bis hin zum Pflegen, bis hin zur möglichen Ernte. All das passiert jetzt in der digitalen Welt. Stichwort Metaverse, man hört das überall. Ich bin ein Riesenfan von dem Film Ready Player One. Da geht es mehr um Autorennen und um lustige Erben eines oder Erbschaften eines großen Internetentwicklers. Hier geht es wirklich darum, dass ich die digitale Welt verknüpfen kann. Dass ich sogar, liebe Gäste, und so beknackt sich das anhört, durch das Oracle-Thema, kurzer Exkurs für die Profis, es regnet heute ein bisschen mehr. Jetzt kann mehr produziert werden, es wächst schneller. Das kann sich auf die Produktion eurer Tupan-Token auswirken. Also die echte Welt vernetzt sich mit der Metaverse-Welt sensationell. So, jetzt wissen wir, wie die Token entstehen. Aber was ist das mit dem Fund, was dahinter ist? Was ist das mit dem Rückkauf? Warum kann man sagen, Carsten, wir haben mit der klassischen Kryptowelt und den Zyklen nicht wirklich zu tun? Also der Fonds, dieser Fund, der existiert ja schon seit ein paar Jahren schon. Gibt es schon diesen Tupan-Fonds, der zertifiziert und zugelassen ist in New York und von der SEC freigegeben wurde. Dort hat man einen sogenannten Security-Token aufgelegt, der diesen Fonds repräsentiert. Der Fonds hat einen gewissen Wert. Ich sage jetzt mal x Milliarden, was immer das auch ist. Die Bank gibt darauf eine gewisse Quote an Darlehen. Ich sage mal 65%, ohne es genau zu wissen, aber sowas könnte ich mir vorstellen. Mit diesem Geld wird wiederum neues Land gekauft, neue Wälder oder abgebrandete, also gerodete Flächen werden zurückgekauft, werden wieder aufgeforstet. Das heißt, der Bestand wächst. Aus diesem Bestand werden zum ersten sofort CO2-Zertifikate gekauft. Das bringt Geld. Das Ganze kann man auch adaptieren auf jedes einzelne Patent, auf jedes einzelne Produkt, was dort ab sofort und in Zukunft produziert wird, woraus Gewinne sich ergeben, fließt genauso Geld in den Fonds wieder zurück wie das Geld der CO2-Zertifikate. Jetzt geht der Fonds her und kauft von den Mintern, und das sind wir, Tupan-Token ab, wenn wir das denn verkaufen wollen würden. Das heißt, wir haben eine Nachfrage aus dem Fonds, der kauft die, packt die in den Fonds rein, das Volumen des Fonds steigt weiter, es kann wieder nachfinanziert werden, es kann wieder Wald gekauft werden, es kann wieder mehr CO2-Gelder eingesammelt werden, es können noch mehr Produkte angebaut werden. Mega, mega spannend und sehr, sehr clever. Und diese Verknüpfung, wie Thomas schon sagt, diese Metaverse-Geschichte, wir haben eine völlig digitale Abbildung der realen Welt. Ja, wir haben diesen Kubikmeter, deswegen auch Kubikmeter, Walter, und nicht Quadratmeter, weil im Baum, im Boden, im Geflecht, im was immer da auch sein mag, sind so viele Dinge drin, die wir noch gar nicht alle verstehen, weil es für uns doch alles neu ist. Da kann man so viele Dinge rausmachen, ohne den Wald abzubrennen. Und das ist mega spannend. Das ist wirklich mal was Neues, ihr Lieben. Das hat es noch nicht gegeben, dieses Community-Minting in der Verbindung mit der Verbindung Oracle, reale Welt, die Verbindung mit Kunde wirbt Kunde und das Ganze in das Thema ich minte Token im Thema Umweltschutz. Ich finde es unfassbar sexy. Vielleicht erkläre ich ganz kurz für unsere neuen Gäste, was du mit Oracle meinst. Wir kennen ja Oracle als Datenbankanbieter. Der Begriff Oracle in der Kryptowelt bedeutet, da werden Echtzeitinformationen aus der echten Welt eingesammelt. Ob das Wetterdaten sind oder was weiß ich, wie viele Leute gerade durch den Wald laufen, um dort zu arbeiten. Alle möglichen Parameter, die Einfluss auf Erträge haben können. Diese Daten werden in Echtzeit aus der echten Welt in diese Metaverse-Welt hineingezogen, in die ganzen Algorithmen mit eingebaut und dadurch kommen auch dynamische Effekte bei den Erträgen mit zustande. Ganz kurz da nochmal für unsere Neueinsteiger. Das ist super sexy. Ihr habt ja im Endeffekt rechts die Highlights für euch, liebe Gäste. Völlig exklusiv. Kein anderer kann darauf zurückgreifen. Saphir ist unser weltweiter Exklusivvertrieb für alles, was Scenic auf seine Blockchain holt, an Hardwareprodukten oder auch hier an solchen Minting-Projekten. Nächster Punkt ist Presale. Das heißt, wer sich so ein bisschen auskennt, Stichwort Halving, vielleicht schon mal gehört, jetzt 2024 ist, glaube ich, wieder das nächste Bitcoin-Halving, dann weiß man, möglicherweise geht der Preis hoch, weil nur noch die Hälfte produziert wird. Das ist konsequentes Gegensteuern gegen Inflation. Das ist hier auch der Fall. Das Minting von Tupan, was ihr hier gerade kennenlernt, wird in den nächsten Wochen losgehen. 4-5 Wochen. Wir kriegen heute direkt im Anschluss an diesen Call die genaue Information. Das heißt, wir sind in einem Presale. Ihr könnt euch beteiligen und auch die Menschen, die ihr lieb habt. Und das bedeutet, dass ihr mit mehr Token pro Tag belohnt werdet, als die Leute in 5 Wochen, in 5 Monaten und in 5 Jahren. Das haben wir bei Scenic bereits erlebt. Und Leute, die ein Jahr, ein halbes Jahr vor Carsten und mir von Scenic gefahren haben, die kommen vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Weil auch da
permanent die Produktion runtergeht und die Leute aus den ersten Stunden haben Millionen von Token generiert, die sind einfach mal durch. Der Startpreis, der Erstausgabepreis ist festgelegt analog zu den Kubikmetern, nämlich 3,69, also 3,7 Cent wird der Startpreis sein. Und wenn ihr jetzt hört gleich, dass ihr mindestens 100 Token pro Tag bekommt, rechnet es selber auf den Monat aus, mal den 3,69 Cent, dann wisst ihr genau, wann so ein Break-Even, ich sage bewusst nicht Return on Invest, wann so ein Break-Even da ist. Der Rückkaufmechanismus, den Carsten gerade gestellt hat, bringt uns die komplette Unabhängigkeit vom Kryptomarkt, der immer volatil ist, der immer wieder Korrekturen unterlegen ist. Und somit habe ich was wirklich Langfristiges, Tolles, was echt der Welt hilft. So, ich gehe mal wieder hier nach rechts rüber. Dieser Presale, das ist halt wirklich sexy. Und das Schöne ist, schaut, das ist jetzt keine Startup-Firma. Zenik hat gestartet in 2018. Mit der Vorbereitung. Aber ich glaube, ja, genau, mit der Vorbereitung. Los in 2020, oder? Ja, an März. März 2020, als Dubai gesagt hat, wir machen das. Genau. Und deshalb, wir können mitreden. Wir wissen, was hier passiert. Jetzt haben wir das Nächste. Mit einer Community von heute weit über 500.000 Menschen, die diese Information jetzt bekommen. Das ist schon sehr sexy. Presale bedeutet, bis es losgeht in wenigen Wochen, kriege ich mehr pro Tag als der Kunde in 5-6 Wochen. Ja, das hast du richtig gesagt, aber es kann auch missverstanden werden. Ich hatte schon Kunden, die gefragt haben, ich kriege doch mehr, wo sind denn meine Token? Also vielleicht sollst du mir das nochmal ergänzen. Wir sichern uns in den Wochen, die wir gerade haben, die Menge, die pro Tag irgendwann mal produziert werden, aber es wird heute noch nicht produziert. Ja, ganz wichtig, dass ich da, ja, Presale, vielleicht, du hast recht, lieber nochmal sagen, gerade mal was auch aufzeichnen. Also es geht los, meiner Vermutung nach, irgendwann im Monat August. Und dann habt ihr euch gesichert, in dem Fall heute 106 Token pro Tag. Nächste Woche 105 Token pro Tag. Übernächste Woche 104 Token pro Tag. Wenn es losgeht, startet es mit 100 Token pro Tag. Und dann durch dieses Halving, kommt gleich noch eine Folie, ich habe die noch nicht so im Kopfe, wird das sukzessive weniger. Also der Startzeitpunkt ist alles entscheidend. So, jetzt vom Ablauf. Ihr seid vielleicht schon Zenik-Kunde. Dann habt ihr entweder dieses physische Gerät, respektive bekommt es in Kürze, habt da mal 2.000 Euro für bezahlt, oder ihr habt die gleiche Version, die bei uns gehostet wird, sogenanntes Inhouse-Minting. Dort kann man mehrere Projekte drauf speichern auf diesem Prozessor, der ist stark genug. Das heißt, für diese Menschen reicht es, ein sogenanntes Add-on zu kaufen für 998 Euro, das euch Stand heute 106 Token pro Tag gibt. Und es wird generiert auf der Maschine, die ihr schon habt. Darauf will ich jetzt nicht lange eingehen, weil wir ja hauptsächlich neue Leute auf Sendung haben. Wenn ich also ganz neu hinzukomme, gibt es die Möglichkeit des Rundum-Sorglos-Pakets. Weil ganz ehrlich gesagt, ein Zenik-Hub ist für mich ein Must-Have. Bitte da mal eine ältere Präsentation anschauen, weil diese Hardware als solches, Carsten, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, nicht nur sexy aussieht und für Marketing toll ist, weil ich viel dran zeigen kann, sondern weil es mir so viele zusätzliche Funktionen gibt. Aber das Minten der Zenik-Coins ist bei 1, irgendwas natürlich erst auf lange Frist richtig interessant. Absolut richtig, aber eine wichtige Sache, nur die Zenik-Hubs können aufstocken, können neue Projekte wie Tupan und andere dazu buchen. Der Tupan selber kann das nicht. Ja, das ist das. Zukünftige Coins nicht draufpacken, das ist mal ein wichtiger Unterschied, glaube ich. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn man weiß schon, dass höchstwahrscheinlich im Oktober und November, wenn wir zwei große Events hier in Dubai haben, die nächsten Projekte vorgestellt werden, macht es sicherlich Sinn, sprecht da bitte euren Gastgeber an, euch neben der Tupan-Ausstattung einen physischen Hub zu holen. Für mich, wie gesagt, ein Must-Have. Und dann kann ich aufstocken, auch alle zusätzlichen Projekte. Und ihr seht, ihr spart 300 Euro. Denn wenn ich hier den gleichen Effekt haben will wie ein bestehender Kunde, zahle ich nicht mehr 900 irgendwas, sondern knapp 1300 Euro. Und es gibt auch die Möglichkeit, wir sind weltweit tätig. Wir haben Kunden und Partner in auch Drittweltländern. Da ist das sehr viel Geld. Und dann kann ich sagen, weißt du was? Ich hole mir einen halben, das seht ihr rechts, einen halben Tupan Minter für 700 Euro. Das sind auch 53 Tupans pro Tag. Das kann ich runterbrechen auch auf ein Viertel mit 400 Euro. Dann habe ich immer noch 25, 26, einen halben Tupan pro Tag bis hin zu einem 32. Was auch noch 3,x, kann ich gar nicht rechnen. Was ist denn 105 durch 32? Das geht nicht. Das kann man nicht rechnen. Ich glaube, das geht nicht. 3,4 irgendwas oder so. Aber
Daran seht ihr, dass das auch aus der Vertriebssicht interessant ist, weil ein 100er oder 220 Euro, das kann sich jeder leisten. Er tut was für die Umwelt, er tut was für sich, seine Familie und somit eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das Halving, was ich eben schon angesprochen habe, ganz grob, es geht darum, immer weniger zu produzieren, damit, was den maximalen Supply des Topan-Tokens angeht, das klare Endziel erreicht werden kann. Und wir haben sogar zwei Halvings. Auf der einen Seite immer jedes Jahr wird hälftig nur noch produziert. Also wenn ihr heute mit 106 Token startet, respektive zum Start des Mintings in wenigen Wochen, habt ihr zur gleichen Zeit 2023 genau die Hälfte davon. Parallel dazu werden immer 1% weniger produziert, immer dann, wenn 2000 Komplett-Nodes verkauft worden sind. Das ist die Kooperation oder beziehungsweise der Algorithmus, so muss man es sagen, das nochmal beschreibt, je eher, desto gut. Die Schnellen fressen die Langsamen, nicht die Großen, die Kleinen, oder? Ja, absolut. Aber die haben ja gelernt aus der Vergangenheit, diese Formel ist ein bisschen anders als vorher. Das heißt, diese Reduzierung der Menge geht langsamer vonstatten, als es vorher war. Was ja schön ist. Ja, und dann gibt es, und ihr habt am Anfang gesehen, Cat788, seit Carsten und ich seit 2015 nicht nur viel Geld in die Hand genommen in Sachen Persönlichkeitsentwicklung und Blockchain-Expertisen, Wissen. Wir wollen breit aufgestellt sein, mein absolutes Steckenpferd. Und dadurch haben wir uns kennengelernt vor 33 Jahren durch Vertrieb. Damals war es noch fremde Frauen schminken. In den letzten Jahren ist es nur noch alles Blockchain-Tokenisierung, vor allen Dingen Cashflow. Und wenn ein Empfehlungsmodell mit angeboten wird, legal, ganz wichtig, dann bin ich ein großer Fan davon, weil das mache ich seit 33 Jahren, während Carsten sich in den letzten Jahren schwerpunktmäßig erstmal auf das Beraten und Betreuen von Kunden, Investoren, großen Third Parties konzentriert hat. Und das können wir hier super schnell machen. Noch einmal, Saphir hat die Exklusivrechte, sitzen auch hier in Dubai, das Thema Scenic, Saphir, respektive die Projekte, nämlich Abinok, den Scenic-Token, die Hardware, die angeboten wird und jetzt auch Topan zu vermitteln über einen Kunde-wird-Kunde-wird-Kunde-wird-Kunde-Plan, der sehr sexy ist übrigens, sitzen auch hier in Dubai. Und jetzt gibt es drei Einkommensarten und das können wir so schön einfach machen, weil es eben sehr straightforward ist. Es kostet nichts, ihr kriegt einen Link von eurem Gastgeber, ihr registriert euch, macht euch mit dem Backoffice vertraut und kauft euch das, was ihr sinnvoll erachtet für euch und die Familie. Keine Bedingung, um Geld zu verdienen, sinnvoll in der Tat, weil ihr bekommt eine Information heute am 24., die andere nicht haben. Und für jede Empfehlung gibt es jetzt ganz linear in Echtzeit eine Provision. Und zwar geht's los bei 10% für alle Direkten. Und hier gilt's die Scenic Hubs, die Topan Add-ons, über die wir gerade gesprochen haben, und das Avinok Staking. All das wird hier bewertet. Ihr bekommt 10%, 10%, 10%. Jedes Mal, wenn ein direkter Partner oder Kunde kauft. Und das geht dann in der zweiten, dritten, vierten, fünften Ebene bis zu 15 Ebenen runter, für die man sich qualifizieren kann über den Karriereplan. Was richtig sexy ist, Carsten, ist, glaube ich, dieses permanente Weihnachtsgeld, was hier kommt. Der Amerikaner nennt es Rank Achievement Bonus. Also im Karriereplan erreiche ich eine gewisse Position. Du gerne auch mal zwei in einem Monat, wo du nicht weißt, wohin mit dem Geld, wobei ich dir dabei helfen kann. Der erste Zufall braucht auch einen Stürmer. Das heißt, ab schon 10.000 Euro Gesamtumsatz im ganzen Team unter Berücksichtigung einer sogenannten 40%-Regel geht es los. Und dann in der höchsten Karrierestufe sind es sogar 2,5 Millionen, die auf einen Schlag extra kommen. In unserem Team haben wir viele, viele Leute, die hier schon satte sechsstellige Rangboni erhalten haben. Wenn man es kumuliert und die ersten sind durch den gesamten Karriereplan bereits durch, sind es 4,5 Millionen Euro. Da kann man schon, wenn man sich einschränkt, ganz gut über den Winter kommen. Gerade auch in Europa, wo man ja, wie ich gelernt habe, jetzt ein bisschen sich mit der Heizung einschränken soll. Und dann gibt es diesen Bonuspool, auch eine sehr sexy Geschichte, wo Gespräche laufen, das sogar noch attraktiver und ich sag mal vielleicht noch fairer zu verteilen. Ich hoffe da demnächst tolle Infos zu haben. Aber ganz grob, das Unternehmen nimmt den Vormonat vom Gesamtumsatz, 100 Millionen Umsatz, 10% sind 10 Millionen Umsatz und die werden verteilt auf alle der Menschen, die Damen und Herren, die sich hier beteiligen und je nach Karrierestufe solche Anteile sich erwirtschaftet haben. Und dann wird das 6 Monate am Stück bezahlt. Das ist ein schönes Festgehalt und mit wachsendem Umsatz wird es größer. Mit größerer Anzahl an qualifizierten Partnern wird es wieder kleiner. Und deshalb hier Wahrheit und Klarheit.
ist sicherlich demnächst angesagt, die Verteilung ein bisschen fairer zu machen, damit das ein richtig spektakuläres Wiener Art Festgehalt ist. Also ich finde es gut. So einen Karriereplan kannte ich nicht, Carsten, du? Absolut nicht. Und ich liebe ja Cashflow, wie du weißt. Deswegen finde ich das sehr gut, dass wir unsere Ideen aufgenommen haben und da sich auch gemacht haben, das zu optimieren im Sinne von gleichmäßig laufenden Cashflows. Und das ist richtig cool. Genauso soll es sein. Absolut. So, Mensch, unter 30 Minuten, glaube ich, oder etwas über 30 Minuten. Und wir können es noch kürzer machen, weil das ist nicht viel zu sagen. Es ist etabliert, das Unternehmen. Es macht aber Millionen an Umsätzen. Wir sind richtig gut aufgestellt. Leider genau heute bei der Aufzeichnung ist gleich ein sogenannter Top-Führungskräfte-Call. Und ich habe schon Rumors gehört, Gerüchte gehört, dass Mega-News angekündigt werden, die dieses Jahr noch live gehen. Das heißt, wir werden auch diese Aufzeichnung in Kürze wiederholen müssen. Aber vom Prinzip, wenn du Bock hast, sag das mal ganz plump, sprich deinen Gastgeber an. Ich glaube, Scenic wird absolute Maßstäbe setzen. Wir sind sehr gut vernetzt mit dem CEO, mit Erwin Doktor. Das hilft vielleicht so ein bisschen. Wir haben immer so ein bisschen eine Nasenlänge Vorsprung. Nicht zuletzt, weil wir auch in Mexiko auf der CENTCON waren. Also sprich denjenigen an, der dich angerufen hat, dir diese Aufzeichnung oder sogar live anzuschauen, was wir so erzählen. Registrier dich, überleg dir, was für dich und deine Familie in Sachen Tupan passt. Ich kann dir sagen, wir haben Leute, die haben satte sechsstellige Beträge investiert in ganze Tupan-Farmen. Andere haben kleine Shares. Guck, wie es für dich am besten passt. Und ja, dann sprich mit Menschen. Das ist die alte Nummer, weil hier vielleicht nicht nur, weil du wirklich einen tollen Karriereplan hast, sondern aus meiner bescheidenen Sicht, du tust was für die Umwelt. Effektiv. Und dafür belohnst Absolut. Du dann. Was spricht vielleicht dagegen? Ein kleiner Impuls an jeden, der selbstständig ist in Deutschland oder in Europa, kann natürlich die Hardwarekäufe, die wir tätigen, entsprechende Rechnungen liegen ja bei, auch noch gegebenenfalls von diversen Steuern absetzen. Ich bin kein Steuerberater, aber ich weiß, dass da was geht. Das ist so am Rande zum Abschluss. Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Sowieso, ihr seht das hier, was bei uns zu Support gehört. Wir haben eine offene Telegram-Gruppe, offen in dem Sinne, dass ihr nur Informationen seht, und eine geschlossene mit offenem Chat für alle ab einer gewissen Karrierestufe. Und ich glaube, der Support zeichnet sich bei uns aus für die Leute. Du hast immer alles, was du brauchst an Neuigkeiten, mehrsprachigen Support, diese Live-Webinare, Incentives, die wir jetzt analog zum SAFIR-Event hier in Dubai ansetzen, nur für unser Team im Anschluss an die Hauptveranstaltung. Und von Carsten kann man so viel lernen, wenn man das mal ein bisschen holistischer sieht, ein bisschen ganzheitlicher sieht, dann gibt es sicherlich so viele Möglichkeiten, wie ich heute mich aufstelle für die nächsten Jahre, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, Carsten, das wird nicht so richtig besser, wenn man sagt, oh, die schöne alte Zeit, die kommt nicht mehr zurück. Wir haben die Digitalisierung jetzt, wir haben sehr lustige politische Entscheidungen, und ich muss eigenverantwortlich was tun, und je breiter ich aufgestellt bin, umso besser, oder? Absolut, die Welt verändert sich, und so ist es auch gut, wenn wir uns weiter verändern, weiterentwickeln und uns bevor es losgeht da draußen, uns selber vorbereiten, uns gut aufstellen. Wir wissen, was zu tun ist, wir sehen, was auf uns zukommt, wir haben die richtigen Mittel und Wege, tolle Partnerschaften, und darum geht es am Ende des Tages, da gut durchzukommen mit viel Cashflow und mit viel Spaß. So sieht's aus. In diesem Sinne, knapp 40 Minuten. Ich bin ganz stolz auf uns. Für die, die live auf sind, wir machen den Chat jetzt noch auf. Wir haben noch ein paar Minuten, bis dieser Führungskräfte-Call kommt. Für alle, die auf der Aufzeichnung sind, danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt den Gastgeber ansprechen und dann herzlich willkommen im Cat 788-Team. Alles Liebe, tschüss aus Dubai und aus Mallorca.